Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Heute die Partie Lettland gegen die USA. Nachdem wir im letzten Spiel desolate deutsche Mannschaft gesehen haben, widmen wir uns heute einem weiteren Spiel der Gruppe A, nämlich heute Lettland gegen die USA. Und die USA, die ja bereits ihr erstes Spiel kurios noch gedreht haben. Man erinnere sich da an das 0:2 gegen die Slowakei, welches man in der letzten Viertelstunde des dritten Drittels noch drehen konnte, sind heute hier dabei, gegen Lettland zu spielen. Und Lettland ja im ersten Spiel gespielt gegen die Finnen und auch gegen Finnland verloren. Die wollen natürlich heute hier zum Sieg kommen und das werden wir jetzt verfolgen, nämlich das Spiel USA gegen Lettland. Die USA natürlich mit dem Torwart Ryan Miller, der uns in unserer Playoff-Serie gegen die Chicago Blackhawks bislang sehr, sehr gute Dienste geleistet hat. Und die USA können natürlich heute auch mit ihm auflegen. Und das beruhigt doch die Gemüter sehr seitens der USA, die ja ohnehin einen sehr starken Kader vorweisen können. Jetzt aber erstmal Lettland. Das wäre natürlich die Überraschung. Sollte Lettland hier die USA schlagen? Slowakei hätte es ja beinahe schon vorgemacht. Allerdings sieht man auch daran, dass selbst die Slowakei ein sehr gutes Team mit den USA zu kämpfen hat, die immer wieder zurückkommen können, egal wie weit sie hinten liegen. Das haben sie ja eindrucksvoll bewiesen. Und jetzt Kessler! Glück für Lettland. Der Torhüter ist noch dran. Kann hier das 1:0, das frühe 1:0 verhindern. Aber man merkt halt schon den Klassenunterschied zwischen den Amerikanern und den Letten, allein schon beim Antritt. Starke, schnelle Spieler auf Seiten der USA. Sutter auf Pawelski. Schöner langer Pass wieder auf Kessler. Der trickst hier die Spieler aus und versucht es nochmal. Jetzt kriegt er allerdings eine Strafe. Wahrscheinlich wegen Stockschlags. Und jetzt schauen wir mal, was die Letten hier machen. Mittlerweile mit 6 Feldspielern auf dem Eis. Torhüter raus und jetzt die Strafe ausgesprochen gegen die USA, gegen Kessler. So ist es wegen Stockschlags meiner Meinung nach. Schauen wir mal, was Herr Schiri sagt. Wir sehen was nochmal. Batz! Und so ist es. Ryan Kessler muss erstmal raus wegen Stockschlags und jetzt also Riesenmöglichkeit für Lettland hier überraschenderweise 1:0 in Führung zu gehen. Dogavis und er braucht gar nicht lange, um hier den ersten Schuss aufs Tor von Ryan Miller zu landen. Und der nächste kommt. Aber die USA befreien sich. Bartulis auf Sprucht. Schwierige Namen hier im lettischen Team. Der schießt aber Miller. Ohne große Probleme, haben wir ja gesehen, hält er hier die Scheibe fest. ...1:16 noch Powerplay für die Letten. Die zeigen sich hier sehr gut. Und sie haben die Scheibe weiterhin im Angriffsdrittel. Führen sie gut, Aufstellung gefunden. Muss nur noch das Tor her. Aber Ryan Miller, er nutzt hier die Verwirrtheit der beiden Mannschaften aus. Und behält den Überblick. Holt sich hier die Scheibe, der Keeper der Buffalo Sabres. In 50 Sekunden noch Unterzahlspiel auf Seiten der USA. Und die Letten bleiben weiterhin drin. Wunderschönes Eishockey, was sie hier spielen. Jetzt die Riesenmöglichkeit von Ifata, das 1:0 zu erzielen. Da wird er dran gehindert vom amerikanischen Spieler. Und Stastny bringt die Scheibe erstmal raus. Also wenn ich sehe, was die Letten hier gegen die Amerikaner zeigen, dann kann ich nur sagen, Deutschland, Deutschland, zieh dich warm an. Denn Lettland zeigt hier wirklich eine sehr gute Vorstellung. Die US Boys wieder komplett und gleich im Angriff. Kessler! Kessel! Macht das 1:0 für die USA. Was für ein Spiel. Die Letten in dem Powerplay sehr gut nach vorne hingearbeitet. Sehr viele Chancen. Kaum wieder komplett. Kommt Phil Kessel und erzielt das 1:0 für die US-Amerikaner. Also die USA, die zeigt hier wieder ihren Pflichtteil
den sie erfüllen müssen. Und das ist nun mal der Sieg gegen die Letten, obwohl die sehr gut aufspielen. Also man sollte sie nicht zu früh abschreiben. Zachperisi kriegt hier noch den Assist-Point. Knapp 6 Minuten vor Ende des ersten Drittels. Wie werden die Letten darauf reagieren? Morosa. Karusums. Wohin die Scheibe damit? Scheibenverlust und da kommt Jamie Langenbrunner von den New Jersey Devils. Was macht er daraus? Nichts. Sehr gut gehalten vom Keeper der Letten. Wunderbar. Hält seine Letten hier im Spiel, indem er das 2:0 verhindert. Und jetzt noch 1 Minute im ersten Drittel. Gleason auf Pawelski. Nochmal der lange Pass auf Ryan. Vielleicht doch nochmal die Möglichkeit für die USA. Die zeigen natürlich hier jetzt ihre läuferische Stärke und auch ihr technisches Spielverständnis. Und das war's. 1:0 gehen die Amerikaner in Führung in diese erste Drittelpause. Und wir sehen uns gleich zurück zum zweiten Drittel. Und hier sind wir auch schon wieder zurück nach dieser kurzen Unterbrechung. Wie geht's weiter im Spiel Lettland-USA? 1:0 für die US Boys. Und jetzt schauen wir mal, was hier im zweiten Drittel passiert. Also Lettland, die sind auf jeden Fall noch nicht abgeschrieben. Da gibt es noch die Möglichkeit, hier doch zum Ausgleich zu kommen. Und erneut die Strafe angezeigt gegen die USA. Ich gucke jetzt erstmal in Scheibenbesitz. Jetzt kommt Iwata und da ist es! Der Ausgleich für Lettland. So schnell kann es gehen. Strafe angezeigt und die brauchen die Letten nicht. Sondern Martins Iwata macht hier das 1:1. Wunderschön rausgespielt. Er kommt angefahren und keine Chance hier. Für den Schlussmann der US Boys. Für Ryan Miller. Und das hätte man nicht erwartet hier. Dass Lettland den Amerikanern so viele Probleme bereiten. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie wird diese Partie hier weitergehen. Lettland natürlich beflügelt durch diesen Anschlusstreffer. Oder was heißt Anschlusstreffer? Natürlich durch den Ausgleichstreffer. Und da kommt auch schon der nächste Schuss. Und da muss man sich jetzt aufpassen auf Seiten der Amerikaner, um hier nicht in ein Loch zu fallen, dass die Letten hier gar noch in Führung gehen. Das wäre natürlich ein starkes Stück. Und da bin ich jetzt richtig gespannt, weiter zuzuschauen, was hier die Letten und die Amerikaner noch zeigen werden. Ganz anders wie die Deutschen. Und wenn man das so sieht, dann wird es richtig schwer für Deutschland, hier überhaupt noch zu Punkten zu kommen. Denn gegen die Amerikaner, puh. Und auch gegen die Letten, die zeigen hier eine hervorragende Vorstellung. Dürfen wir gespannt sein, wie diese Weltmeisterschaft hier weiterhin läuft. Und jeder weiß, ab 3. Mai gibt es ja wirklich hier die Eishockey-Weltmeisterschaft. Und die sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen als Eishockey-Fan. Auch ich werde sie mir anschauen, soweit mir das möglich ist. Und dann hier hoffentlich gutes Eishockey zu sehen und auch auf meiner virtuellen Weltmeisterschaft weiterhin spannende Partien, so wie hier USA-Lettland, zu sehen. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, welches Team wird sich hier am Schluss durchsetzen. Jetzt aber erstmal Lettland. Die Amerikaner momentan zunehmend unter Druck. Die haben es nicht leicht. Callahan, der Schuss kommt, aber Dolz hat die Scheibe sicher. Und ah, die Amis, die haben hier böse zu kämpfen gegen Lettland. Das haben sie mit Sicherheit auch nicht erwartet. Aber so ist es. Lettland
versuchen es jetzt und erneut die Strafe gegen Amerika. Und das war übertriebene Härte. Parisi trifft es dieses Mal. Nee, oder? Zach Parisi wegen hartes Checking auf der Bank. So die Entscheidung des Schiedsrichters. Meiner Meinung nach totale Fehlentscheidung. Aber gut, jetzt also Riesenmöglichkeit für Lettland, hier in Führung zu gehen. In diesem Powerplay, was sie bislang sehr gut spielen, die Letten. Und hier kommt auch schon der erste Schuss. Aber Miller hält. Das wird noch eine Partie, die wird es in sich haben. 8 Minuten noch im zweiten Drittel und dann weitere 20 Minuten Eishockey. Hier zwischen den beiden Mannschaften, USA und Lettland. Und entgegen der Erwartung, dass USA hier alles klar macht, halten die Letten sich wacker dagegen und spielen auch sehr gut mit. Haben zum dritten Mal, glaube ich, ein Powerplay. Und sie wissen, was damit anzufangen. Sie wissen, ihre Chancen zu nutzen und brennen natürlich hier drauf, 2:1 in Führung zu gehen, das ist ja klar. Johnson bringt die Scheibe erstmal raus. Da kommt der schnelle Kessler angerannt. Aber die Verteidigung weiß sich natürlich zu helfen. Und jetzt der Angriff für Lettland. Aber Ryan Miller geht dazwischen. Das wäre was gewesen, wenn dieser Querpass hier angekommen wäre. Meine Herren. Ivar da, der das zwischenzeitliche 1:1 geschossen hat. Und jetzt der Fehlpass, leider. Und das könnte auch das Ende des guten Powerplays bedeuten. Vielleicht geht es noch eine Chance. Wenn es schnell geht, könnte das machen. Sehr gut gemacht von Ivata. Der Spieler der Letten, der hier am meisten ackert. Jetzt die USA wieder vollzählig. Kessel auf Orpik. Parisi wieder mit dabei. Jetzt nach vorne. Aber der Schuss, der kann nicht genug kommen. Da kommt der Schuss, Kessler. Aber die Letten verteidigen hier das 1:1 mit ihrem Leben, möchte man fast sagen. Denn das wäre schon ein starkes Stück, wenn USA hier unentschieden spielen würde gegen Lettland. Wäre natürlich ein Punktgewinn für die Letten und ein Punktverlust hier für die US-Boys, die sich hier eigentlich auf Sieg einstellen. Aber Dolls, der macht hier den Amerikanern einen Strich durch die Rechnung, indem er einfach die Scheiben festhält. Das macht er gut, das macht er effektiv und so kann es weitergehen. Strafe angezeigt erneut gegen die USA. Die kommen nicht mal an die Scheibe dran. Wird vielleicht zu Beginn des dritten Drittels dann 2 Minuten Powerplay geben für Lettland. Und 4 Sekunden vor Schluss dann doch noch die Strafe ausgesprochen gegen die USA. Und die stellen sich damit selber ein Bein. Denn immer diese Nicklichkeit, noch wenn der Schiedsrichter hier sehr, sehr kleinlich pfeift. David Backes wegen übertriebener Härte. Das ist natürlich heftig. Jetzt der Schuss von Lettland. Beinahe die Möglichkeit hier fürs 2:1 in Führung zu gehen. Aber Glück für die USA, möchte man sagen, dass hier der Drittelpfiff kommt. Und jetzt gehen wir dann ins letzte und entscheidende Drittel rein. Bis gleich. Eins heißt hier noch 40 Minuten und wir beginnen das dritte Drittel mit einem Powerplay für Lettland. Und ich denke mal, dass auf beiden Mannschaften das Staunen groß ist, so wie momentan hier der Spielstand steht. Denn keiner hätte gedacht, dass die USA hier
unentschieden gegen Lettland spielt. Zumindest läuft es bislang drauf hinaus. Und die USA durch die ständigen Strafen, die machen es dadurch natürlich nicht besser. Aber kommen hier in Unterzahl sehr gut ins Spiel rein, ins dritte Drittel. Pavelski und Lettland, das wäre natürlich was. Sollten sie hier noch 2-1 in Führung gehen. Da kommen sie zum Tor. Riesenmöglichkeit für Lettland, hier doch in Führung zu gehen, das Spiel zu drehen. Und das ist momentan gar nicht mehr so abwegig, denn die lettische Nationalmannschaft, die arbeitet zusammen, die arbeitet hart. Und da ist es. Batulis macht das 2:1 für Lettland im Powerplay und bringt die USA erneut unter Druck. Beck ist wieder mit in der Partie. Oskar Batulis macht den Führungstreffer für Lettland. Und das ist ein Spielstand, den muss die USA erstmal wieder aufholen. Sie haben es zwar gegen die Slowakei bewiesen, aber müssen es gegen Lettland erstmal gleich machen. Und jetzt wird es hier eine richtige spannende Partie. Schafft Lettland hier das Wunder und trifft hier auf die USA und kann sie schlagen. Die müssen natürlich jetzt arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und die haben das Potenzial. Und da kommt auch schon der Schuss. Johnson! Und da Kane. Martin. Aber die Scheibe, die läuft nicht so, wie sich das die Amerikaner vorstellen. Und stattdessen Lettland wieder im Angriff. Morosa, 2:2. Haben sie viel Platz, die Lettner, da kommt der Schuss. Riesenmöglichkeit. Und natürlich Herbert Vasilje von den Krefeld-Pinguinen. Wieder mit dabei im Dress der Letten. 13 Minuten verbleiben den US-Boys hier noch, um zum Ausgleich zu kommen. Aber so nicht. Callahan. Was machen sie draus? Whitney, der Schuss kommt, aber Dolz. Der hält hier alles fest, wie man es von ihm erwartet. Riesenauftritt heute vom Schlussmann der Letten mit der Nummer 1. Und das ist natürlich ein starkes Stück. Überraschend heute. Zuerst der Sieg der Franzosen über Deutschland. Und jetzt die Führung der Letten gegen die US-Amerikaner. Das ist natürlich hier schon ein Wunder von Bern. Diesmal das Wunder von Finnland und Schweden. Sollte es natürlich bei diesem Spielstand bleiben und die USA, die wirkt mir hier doch leicht nervös. Jetzt zum Schluss, 9,5 Minuten noch. Oh, 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 Fehlpass, Iwata! Das wäre natürlich was gewesen, wenn sie hier zum 3:1 erhöhen können. USA, die Möglichkeit, und da ist es! Jamie Langenbrunner macht erneut den Ausgleich. Der Captain der Amerikaner besorgt hier erneut den Ausgleich. 2:2 haben wir jetzt. Und das war eigentlich erwartet vom Team USA. Da ist auch eine Menge Glück dabei. Da geht ihm die Scheibe flöten, aber der Keeper der Letten kriegt die an die Stockhand und der prallt direkt ab ins Tor. Erneut unentschieden zwischen den Amerikanern und den Letten also. Kann es wieder losgehen. 7,5 Minuten vor Schluss. Steht noch kein Sieger fest. Und jetzt Lettland. Die lassen sich davon offensichtlich gar nicht mal beeindrucken. Sondern die versuchen gleich erneut wieder loszuschlagen und gleich erneut wieder in Führung zu gehen. Also was die heute hier für eine Moral beweisen, das ist schon ein starkes Stück. Und das zeigt mir auch, dass die vermeintlich kleinen Mannschaften Nadelstiche haben, mit denen sie den großen Mannschaften richtig wehtun können. 4 Minuten noch. Iwata, immer wieder Iwata, der wird eingesetzt, der wird gesucht. Mo! Riesenmöglichkeit nochmal für die lettische Nationalmannschaft. Da ist er nochmal. Aber Ryan Miller, der hält jetzt hier fest, trotzdem richtig unter Druck gerade. Und die letzte Minute läuft. Kessler, wohin geht die Reise hier für USA oder für Lettland? Ryan, 50 Sekunden. Ryan, der versucht's und Dolz hält die Scheibe erstmal fest. 47 Sekunden noch zu spielen. Lettland unentschieden gegen die Amerikaner.
Und das ist schon krass. Das ist schon krass. Lettland deutlich mehr Schüsse aufs Tor als die USA. Und wer hätte das erwartet? Zu Beginn dieser Partie, wenn man Wetten abgeschlossen hätte, dann wahrscheinlich natürlich alles auf die USA. Nur wenige Ausnahmen hätten wir wahrscheinlich bestätigt, dass die Letten es schaffen, im Unentschieden zu spielen oder gar zu gewinnen. In die letzten 28,5 Sekunden. Ryan Miller, 19 von 21 Schüssen gehalten. Der Rückhalt der US Boys. Das Team USA natürlich unter Druck. Die wollten natürlich hier einen weiteren Sieg, um weiter nach oben zu kraxeln in der Gruppe A. Noch haben sie die Möglichkeit. Schaffen sie es wieder? Das wäre fast das 3:2 gewesen. Das wäre es also gewesen. Wieder ein 1:2 gedreht. Aber noch ist die Möglichkeit da. Die letzte Möglichkeit wahrscheinlich in diesem Spiel. Callahan. Wohin geht die Reise? Callahan, der Schuss kommt, aber es ist vorbei. Es ist vorbei. Die USA trennt sich von Lettland mit 2:2. Und ich glaube, es gibt Unentschieden. Bevor ich jetzt irgendwas sage, oder gibt es doch Verlängerung? Weil das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht, wie das hier eingestellt ist bei der Weltmeisterschaft. Auf jeden Fall Langenbrunner. Und es ist Pause. Es geht also weiter. Wir suchen also hier einen Sieger. Dann machen wir das Spiel fortsetzen. USA gegen Lettland. Geht in die vierte Runde, meine Damen und Herren. Nochmal Overtime. 5 Minuten obendrauf. Leichte Überhand. Seiten der Bulli gewinnen. USA 14. Lettland den Rest. Sutter holt sich die Scheibe. Parisi auf Kane. Gibt es jetzt eine schnelle Entscheidung seitens der US-Amerikaner? Oh, Riesenglück für Lettland. Die sich allerdings schon einen Punkt hier gesichert haben. Das bleibt mal festzustellen. Es hätte keiner gedacht, dass hier jemals die Letten einen Punkt den Amerikanern abluchsen. Kane zurück. Sutter bringt die Scheibe vor zu Kane. Und da kommt der Schuss, aber Dolz. Immer wieder Dolz. Der zeigt hier, was er kann. Und hält die Letten im Spiel. Und ich wage hier mittlerweile keine Prognose mehr abzugeben, welches der beiden Teams hier letzten Endes den entscheidenden Treffer landen wird. Das ist richtig schwer. Und sollte es hier keine Entscheidung geben, dann wird es wohl danach zum Shootout kommen. Und das ist richtig schwer, denn da haben beide Mannschaften dann wieder gleich viele Möglichkeiten. Aber noch sind wir nicht so weit. 1:43 noch zu spielen. Sutter, da kommt der Schuss und Dolz. Diesmal muss er ihn passen lassen, aber Glück, dass Redlis da war und die Scheibe gleich an sich genommen hat. 1,5 Minuten noch. Lettland mit Ivata, immer wieder Ivata. Wann kommt der Pass, wann kommt der Schuss? Gar nicht. Erstmal Scheibenübernahme USA. Parisi. Wohin die Scheibe? Sind natürlich mit 4 Spielern. Einer, der fehlt, ganz klar. Und jetzt wieder die Nummer 6 der Letten. Ivata hat die Möglichkeit. Spielt zurück auf Redlis. Dann wieder. Au. Oh. Wunderschön gemacht. Wunderschön aber auch verteidigt, der US-Amerikaner. Noch 59 Sekunden. Also 1 Minute läuft noch. Um hier in der Overtime die Entscheidung herbeizuführen und nicht ins Shootout zu müssen. Angriff USA. Kessler auf Whitney. Der zieht einfach mal ab und da ist es! Erneut schafft es die USA, einen Rückstand im letzten Drittel zu drehen und das Spiel dennoch zu gewinnen. Was für ein Teamgeist der US Boys, die hier zum zweiten Mal sich mit einem Rückstand an der Wand sehen und aber dennoch am Schluss als Sieger hervorgehen. Erst gegen die Slowakei und dann gegen Lettland. Natürlich auch großes Lob an das lettische Team, das hier 60 Minuten lang gekämpft hat und zwischenzeitlich sogar mal in Führung war.
Und dennoch kriegen sie einen Punkt. Das haben sie verdient. Starkes Spiel, Lettland, USA. Und ich freue mich gleich auf die Tabellenübersicht. Bis gleich. So, die USA also wieder mit einem 3:2-Sieg. Und ja, schauen wir mal auf die Tabelle. Nachdem wir hier die USA zum zweiten Mal siegen sehen, auf Platz Nummer 1, ganz klar. Lettland auf Platz 6 durch den einen Zähler, den sie ja mehr haben. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, euer Bloody LP.